Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Babyhaul von mir. Es gab ja schon einen Babyhaul, aber jetzt gibt es den ersten Baby-Mädchen-Haul. Ich war nämlich mit meiner Mama noch ein bisschen shoppen. Die wollte sich unbedingt als werdende Oma an der Erstlingsausstattung beteiligen. Da habe ich natürlich absolut kein Problem mit. Nein, klar, also freut sich die Oma und die werdende Mama freut sich auch. Und so sind wir am Donnerstag losgezogen und waren ein wenig shoppen. Bevor ich zu meiner Mama gefahren bin, war ich aber noch bei Lidl. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, diese Woche war bei Lidl im Angebot ganz unglaublich süße Babysachen. Die gab es auch online, da habe ich aber verschlafen. Ich habe dann irgendwie, glaube ich, dienstags reingeschaut und dann waren die Sachen, die ich wollte, nicht mehr da. Somit habe ich mich am Donnerstagmorgen um 10 vor 8 bei Lidl vor den Eingang gestellt mit ganz vielen werdenden Müttern und werdenden Omas und habe dann versucht, mir noch so ein paar Teile zu ergattern. Und irgendwie hatte ich Glück, weil die sind alle zu den Jungssachen direkt so gehetzt und ich stand erstmal allein bei den Mädchensachen. Also wieder ein Vorteil, dass unsere Kleine ein Mädchen wird. Nein, aber ich fange jetzt einfach mal an, zeige euch schnell die Sachen, die ich dann, wie gesagt, am Donnerstag ohne meine Mama erstmal bei Lidl geshoppt habe. Und zwar fange ich an mit einer kleinen Strickjacke. Oh mein Gott, ist diese Strickjacke süß oder ist sie süß? Ja, einfach nur total schön. Die gab es auch in drei verschiedenen Varianten. Das hat mir am besten gefallen. Da sind auch so herzförmige Knöpfe. Die Sachen sind alle 50-56, habe ich mir aber vorher schon sagen lassen und auch jetzt mit den Sachen, die ich schon zu Hause hatte, verglichen. Die fallen von Lidl doch recht groß aus. Aber gerade jetzt hier so eine Strickjacke, die im Winter getragen wird, die kann man an den Ärmeln noch ein bisschen umschlagen. Darunter wird sie eh noch was anhaben und wenn die halt ein bisschen zu groß ist, mein Gott, ich kann mit leben. Die ist einfach nur wunderschön. 8,99 hat die gekostet, weiß ich jetzt nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Dann gab es bei Lidl noch so Schlupfhosen, haben die genannt. Das ist so ein Zweier-Set Hosen. Wie gesagt, alles in 50-56. Eine so eine ganz schlichte weiße mit hier oben auch Bündchen und unten ohne Füße schon. Und eine in so einem Beige mit so hellbraunen Streifen. Also recht schön. Das ist auch so schön, weil das alles so farblich irgendwie zueinander passt. Also man kann das alles super kombinieren. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, die haben auch 5,99 ein Zweierset gekostet. Die waren auch total süß eingepackt, die Sache. Also sieht es jetzt nicht mehr so mit so einem recycelten Papier. Und hier war immer so eine Schleife vorne dran. Also allein schon die Aufmachung, war ja klar, dass das direkt bei Lidl ausverkauft war. Dann durfte noch mit eine Strumpfhose. Und zwar so eine braune mit so beigen Herzchen. Kann man auch nie genug von haben, denke ich mal, gerade so im Winter. Dann habe ich auch noch einen Schlafanzug oder Schlafstrampler mitgenommen. Der ist mir aber jetzt auch aufgefallen, der fällt extrem groß aus. Also das soll 50-56 sein. Sagte meine Schwester mir auch schon, dass die Sachen viel zu groß ausfallen, aber ich habe ihn trotzdem mitgenommen. Da wird die Kleine ja irgendwann mal reinpassen. Der hat, glaube ich, auch 5,99 gekostet. Ganz praktisch kann man bis hier runter aufknöpfen. Ist einfach so weich. Weiß? Einfach so weiß, nicht weich. Mit so braunen Pünktchen. Genau. Und dann durften noch zwei Teile mit. Die hatten dann auch Langarmshirts. Wie gesagt, immer für Mädchen und für Jungs. Vielleicht habt ihr Glück, schaut doch einfach nochmal nach online. Vielleicht haben die nochmal nachgerüstet und ihr könnt noch ein paar Sachen bestellen. Aber bei uns war wirklich schon alles restlos weg. Ja, und dann habe ich einmal dieses Langarmshirt mitgenommen. Das ist auch einfach so weiß mit diesen braunen Pünktchen wie der Schlafstrampler. Und hier ist so ein Spitzenherz drauf gestickt. Und fällt auch ein bisschen größer aus, aber da wird sie auch reinpassen. Und eigentlich wollte ich ein anderes Langarmshirt als dieses, aber das gab es nicht mehr in 50-56 und weil ich es aber so schön finde, habe ich es dann einfach schon in 62-68 mitgenommen. Das ist dieses hier, so braun mit so weißen Herzchen und die haben auch nur 2,99 gekostet, deswegen finde ich das jetzt nicht so schlimm. Genau, das waren die Sachen, die ich bei Lidl mitgenommen habe. Wie gesagt, ich finde das total schön, dass die farblich alle so miteinander passen. Diese braun-beige-Töne finde ich sowieso wunderschön und die Strecke ist am schönsten. Und ich habe für diese ganzen Teile 30 Euro bezahlt. Das ist wirklich nichts. Ich hoffe oder ich denke, dass die Sachen von der Qualität auch gut sind. Das hört man ja häufiger, aber es gibt auch viele, die sagen, nee, das ist gar nicht so gut, wie man immer sagt.
Na gut, dann bin ich dann nach dem Lidl-Einkauf zu meiner Mama frühstücken gefahren. Wir haben uns gestärkt und sind dann los zum Shopping-Marathon und sind zuerst zu TK Maxx. Da kann man ja immer sehr viel Glück haben oder auch Pech haben. Die haben ja kein festes Sortiment, sondern die Sachen wechseln halt immer. Aber wir haben ein bisschen Glück gehabt. Und zwar habe ich hier einmal so ein Langarm-Shirt, auch mit so einem Herz drauf. Das ist jetzt von der Marke Max und das ist jetzt einfach vom Preis. Hat 29,99 gekostet und jetzt nur 4,99. Also mit so Sachen kann man dann wirklich Glück haben. Ja, ist jetzt nicht Max, dass das jetzt meine Lieblingsmarke oder so ist. Es hat mir einfach gefallen. Ich finde, vom Preis für 5 Euro ist das vollkommen in Ordnung und es sieht einfach sehr süß aus. Deswegen ist das mitgekommen. Und dann haben wir noch eine Decke mitgenommen. Und zwar ist das hier so eine grob gestrickte Decke. Die finde ich wirklich wunderschön. Die hat hier unten so ein graubraun, ich weiß nicht, ob das in der Kamera jetzt so rüberkommt, so ein Bündchen. Und die, also das Material ist auch total, man merkt, dass das nichts billig verarbeitetes ist. Allein wie das hier verpackt ist, auch mit diesem Bügel und dieser Schleife drauf. Das ist jetzt von der Marke Manhattan Kids, sagt mir jetzt nichts, ist wahrscheinlich amerikanisch irgendwas. Und hat jetzt noch 16,99 gekostet. Und da haben wir einfach gedacht, für in den Kinderwagen beim Spazierengehen oder für auf dem Maxi-Cosi. Ich bekomme da zwar noch ein paar Decken genäht und gestrickt, aber ich glaube, so Decken kann man nie genug haben, gerade wenn sie da mal drauf spuckt oder so. Oder ich denke mir halt auch so, die sieht im Kinderzimmer bestimmt auch wunderschön aus. Und wenn ich sie nachts zum Stillen dann raushole auf dem Stillsessel und sie da in die Decke einpacke, ja, stelle ich mich schon ganz schön vor. Das waren dann die Sachen, die wir bei TK Maxx mitgenommen haben. Dann sind wir noch zu Ernstings Family rein. Ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich so, habe ich fast schon alles. Ich war halt noch vorab bei H&M und habe da bestellt. Nee, ich war nicht da, ich habe bei H&M bestellt. Die Sachen zeige ich euch dann gleich auch noch. Das sind jetzt, wie gesagt, nur die Sachen, die ich mit der Mama geshoppt habe. Und das war halt das, was mir noch gefehlt hat. Genau, war es auch dieser süße Schlafstrampler, wie gesagt von Ernstings, 6,99 und wenn ich den von der Größe mit dem vom Lidl vergleiche, also der ist schon wesentlich kleiner, da durfte dann auch ein bisschen rosa mit, rosa Wölkchen, Wölkchen wisst ihr ja und ja, unglaublich süß. Dann sind wir zu C&A. Bei C&A war es so, dass wir dann auch noch einen Schlafstrampler mitgenommen haben und den finde ich fast noch süßer, also er hat auch nur 7 Euro gekostet und hier sind jetzt so Waldtiere drauf, also ein Bär, ein Eichhörnchen. Ja, finde ich einfach richtig hübsch und freue ich mich schon, wenn die kleine Maus das anhat. Dann haben wir natürlich, ich hatte so eine Liste, wo alles draufsteht, was ich denn fürs Baby brauche. Und da stand halt auch eine Mütze drauf. Es ist so, meine Schwester kommt jetzt nächste Woche. Die hat ja einen kleinen Jungen, der jetzt 3 Monate alt ist, mein Patenkind. Und die bringt mir eine Kiste mit Sachen, wo ich mir noch was aussuchen kann. Werde ich mir wahrscheinlich auch viel von nehmen. Mützen, sagte sie, sind auch en masse dabei, aber trotzdem wollte ich noch eine dicke Wintermütze. Und da durfte dann dieses kleine Modell mit. Steht jetzt auch Größe 56. Ja, die sieht jetzt auch für mich noch recht groß aus, aber wie gesagt, Januarkind, ich glaube Februar, März wird es auch noch kalt sein. Und oh, die fand ich einfach ganz süß. Ja. Dann sagt meine Mama, was hältst du denn noch von einem Handtuch? Habe ich bis jetzt nur eins gekauft. Ich denke zwar, dass ich noch sowas geschenkt bekomme, aber das hat jetzt 9 Euro gekostet. Und das haben wir dann jetzt auch noch mitgenommen. Hier sind einfach so Schäfchen drauf und das ist halt auch so braun gepunktet. Ja, recht schlicht, gefällt mir gut. Und das durfte dann auch noch mit. Ja, dann, ich hatte zwar bei H&M schon bestellt letzte Woche, aber ihr erinnert euch vielleicht im ersten Babyhaul, also wenn ihr ihn gesehen habt, ich hatte einen Overall bestellt, so einen Teddy-Overall. Und der war in Größe 62. Und nach den Kommentaren habe ich mich dann entschieden, weil ihr absolut recht hattet, der war wirklich zu groß, auch so vom Äußeren, habe ich den zurückgeschickt. Und dann sind wir jetzt aber zum H&M Kids nochmal rein in der Stadt und haben uns den dann nochmal in 56 genommen. Und ja, den kennt ihr halt schon, deswegen sage ich da jetzt nicht mehr so viel zu. Kleine Bommel am Poppes. Das Schöne da war halt nur, dass die uns fragte, ob wir den Bügel mitnehmen möchten. Daraufhin haben wir gesagt, ja, sehr gerne. Und dann dachte ich, frage ich doch einfach mal. Habe ich gesagt, haben Sie vielleicht, jetzt ist das hier, noch ein paar mehr Bügel? Und dann sagte sie, für Babys? Und sagte ich, ja. Und dann hat die mir wirklich 30 Bügel mitgegeben.
alle in diesem Weiß, alle gleich. Und da freue ich mich riesig drüber, weil ich hatte die schon auf meiner Amazon-Wunschliste stehen. Ich glaube, so ein 30er-Set oder so für 7, 8 Euro. Ich meine, das ist auch nicht viel. Ja, aber fragt doch einfach mal. Das ist ein Tipp von mir. Fragt einfach mal, wenn ihr in so Geschäften seid, ob die euch die mitgeben. Und ich glaube, die sind auch froh, wenn sie es nicht wegschmeißen müssen. Wie gesagt, habe ich dann noch bei H&M bestellt. Das zeige ich euch auch jetzt noch im Schnelldurchlauf. Ja, das habe ich jetzt alles schon gewaschen, deswegen ist das schon so ein bisschen zusammengelegt. Und zwar habe ich einmal bestellt ein 6er-Pack Langarm-Bodies. Ich habe 10% plus kostenlosen Versand gehabt und dann lohnt sich das schon. Die haben eigentlich, hätten die 20 gekostet, so habe ich halt nur 18 bezahlt. Da sind einmal zwei ganz weiße Schlichte dabei. Einer in so einem bisschen, das kommt natürlich jetzt auch nicht so raus, in so ein bisschen altrosa. Ich mache die jetzt nicht auf, weil ich sie schon gefaltet habe. Dann einer hier mit so rosanen Häschen drauf. Und dann halt auch noch zwei Stück, da ist dann auch jeweils so ein Häschen drauf. Also wie gesagt, 6 Langarm-Bodies für 18 Euro. Dann durfte noch so ein Set mit und da konnte ich nicht anders als, ja, musste ich zuschlagen. Das ist einmal dieses Set, das erste Teil ist dieser Langarm-Body mit Katzen drauf. Ihr seht richtig. Dazu dann die passende Leggings in so einem Rosa. Hier vorne ist das Katzenköpfchen drauf. Und auf der Rückseite haben wir den Katzenschwanz. Oh mein Gott. Und dazu, also das fand ich so süß, das musste ich einfach mitnehmen. Wie viel hat das gekostet? Ich glaube 10 Euro und dann nochmal 10%, also 9 Euro. Da kann man echt nicht meckern. Dann war im Sale noch so eine Leggings. Dachte ich, vielleicht auch nicht verkehrt, so rosa mit Streifen. Also ihr seht, ein bisschen rosa musste dann auch sein. Ja, die hat dann, glaube ich, noch 3 oder 4 Euro gekostet. Und dann habe ich noch ein Set mitgenommen, für wenn wir sie aus dem Krankenhaus nach Hause mitnehmen. Das besteht einmal aus dieser kleinen Jacke. Das ist so eine Fließjacke mit so Teddyfell und Öhrchen. Und dazu so eine Fließhose. Also das dachte ich mir dann mal so, das wird sie anbekommen, wenn wir sie mit heimnehmen. Da geht auch schon mein Herz auf. Ja, und dann habe ich einfach noch zwei Paar Socken mitgenommen. Einfach hier so rosane. Und hier sind auch, glaube ich, nochmal Katzen drauf. Genau. Also an Katzen komme ich nicht vorbei, an Wolken. Ich komme an allen süßen Babysachen nicht vorbei. Und das waren die Sachen, die ich dann noch bei H&M bestellt habe. So, das war eigentlich die große und ganze Ausbeute. Das Einzige, wir sind dann noch Umstandssachen kaufen gegangen bei H&M. Also wir hatten bei C&A geschaut, da habe ich jetzt nicht so gefunden, was mir so gut gefallen hat. Bei H&M dann aber umso mehr. Ich zeige euch das jetzt einfach im Schnelldurchlauf. Ich ziehe Sachen aber nicht an. Also das, was ich hier anhabe, kann ich euch gerade mal zeigen. Das ist einfach so ein Basic-Top. Da passt der Bauch schön rein. Hier ist auch noch Platz. Das ist hier so weiter geschnitten. Die kosten nur 10 Euro. Gibt es in ganz verschiedenen Farben. Und das habe ich mir einmal ausgesucht. Dann habe ich hier so zwei Hosen mitgenommen. Das sind eigentlich so Jogginghosen. Also die haben hier so ein bisschen längeres Bündchen. Das kann man aber auch umschlagen. Oben natürlich für über den Bauch. Und in Schwarz dann halt, davon habe ich zwei Stück mitgenommen, die haben 20 Euro gekostet, weil einmal für ins Krankenhaus, für zu Hause, auch als Schlafhosen. Dann habe ich mich zum Schwangeren-Yoga angemeldet dafür und ich finde auch mit, ich habe jetzt auch eine an unter diesem Oberteil und ich finde, das sieht jetzt auch nicht unbedingt wie so eine Jogginghose schon aus, aber so eine moderne halt, also das kann man auch so kombinieren mit Ballerinas oder so. Ja, dann habe ich noch eine Bluse mitgenommen. Das ist hier so eine weiße mit hier oben so Spitzenarmen. Und die fällt wirklich wunderschön. Da sieht der Bauch sehr schön drin aus. Praktisch auch hier sind Knöpfe, das heißt, ich kann damit auch stillen. Klar, die hat jetzt kurze Arme, aber es ist im Moment noch warm. Ich kann die nach der Schwangerschaft nächstes Jahr im Sommer noch anziehen. Oder auch so an Weihnachten oder so, wenn man drin ist, passt das auch ganz gut. Dann hier noch ein Teil für 14,99 €. Das ist auch einfach so ein Langarm-Shirt mit, ja, auch wieder praktisch, weil Knöpfe dran sind zum Stillen. Wie gesagt, ich ziehe es jetzt nicht extra an. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Dann habe ich noch eine Bluse mir mitgenommen, die auch ein bisschen weiter fällt, wo der Bauch schön aussieht. Und die ich danach auch anziehen kann, jetzt davor anziehen kann, hochschwanger anziehen kann, weil ich kann sie einfach aufstehen lassen mit einem schwarzen Top drunter. Ich kann sie aufknüpfen zum Stillen.
auch immer gut. Und das letzte Teil war nicht aus der Mama-Abteilung, aber da habe ich mir hier so einen wunderschönen Poncho ausgesucht. Ja, weil ich habe jetzt noch keine Winterjacke. Also ich habe Winterjacken, aber keine Schwangerschaftswinterjacke. Und ich hoffe halt einfach, dass ich damit so ein bisschen auch überbrücken kann jetzt den Herbst. Schönen dicken Pulli drunter und dann so ein Poncho drüber. Und ja, das war's eigentlich. Und wie gesagt, hier habe ich noch en masse von diesen Kleiderbügeln. Das war's jetzt auch schon. Wie gesagt, alles ein bisschen im Schnelldurchlauf, aber ich wollte jetzt kein 30-Minuten-Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich muss jetzt auch dazu sagen, es ist wirklich so, wir haben jetzt schon alle Babysachen. Es war von mir auch nicht so geplant, dass ich alles neu kaufe. Ich war eigentlich so, dass ich gesagt habe, ich hole mir so ein Paket bei eBay oder so, wo alle Teile drin sind. Ja, aber irgendwie, es gehört halt auch dazu, es macht Spaß, es ist halt so, man baut dadurch auch immer mehr eine Verbindung zum Kind auf, habe ich so das Gefühl. Und deswegen ist es jetzt einfach so gekommen, dass wir alles neu gekauft haben und ja, die Sachen wasche ich jetzt direkt und freue mich dann, sie einzusortieren. Ich wünsche euch an der Stelle noch ein wunderschönes Wochenende und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.